Moin Leute, ich stehe jetzt hier im Windpark Wriedel oder bei Wriedel und hier wird gerade eine G158er oder G-Zypress errichtet. Da wird gerade der Deckel oben drauf gehoben und da unten liegen die Flügel und die Narbe mit einem Dieperkran. Dann sieht man hier noch eine G, da noch eine G, da noch eine und da noch eine. Das ist die vorletzte und ist fast errichtet. Jetzt müssen nur noch die Narbe dran und dann die Flügel. Hinten sieht man auch noch mal ein paar Windräder. Das sind, glaube ich, E115 oder E101. Hier fährt haufenweise Security rum, wie man da hinten sieht. Und hier gleich die G. Da die andere G. Da packen sie gerade die Container ein. Da hinten fährt Security. Hier die G. Da hinten stehen noch G15er. Viele. Mit Betonsockel. Da hinten sieht man die V150 und N131. Ja. Da sieht man die Seile drum. Weil diese Gummidinger, damit die keine Turmschwankungen haben. Genau. Ja. Die wurden jetzt erst erbaut. Ja, in Betrieb gehen wird noch dauern. Ja. Da hinten wird noch eine gebaut. Das sieht man da vielleicht durch. Der steht nur. Ein Turm, der steht da nicht. Ganz viel UFO, hier wird alles überwacht. Ja. Ich glaube, ja, vielleicht kommt die G noch weg. Die G15er. Ja, da hinten steht ein Kran, kleiner. Der baut da die Container ab. Ja, hier ist sehr viel Bewegung. Wird noch ein bisschen dauern, bis die alle fertig sind. Ja, aber schön. 5,3 Megawatt haben die. Oder 5,8, weiß ich gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Da stehen noch ein paar V66 und ein paar Repower. Ja, eigentlich schöner Windpark mit den G jetzt. Auf 121 Meter, also richtig kleinen Turm. Mit dem fetten Design. Ja, ich finde es eigentlich ganz gut. Ganz gut aus. Ist halt sehr klobig, sehr eckig, aber ich finde es okay. Ja, ich blend gleich euch noch mal ein paar Fotos ein von den Anlagen. Bei Insta werdet ihr wieder genug Fotos kriegen. Bei Insta heiße ich Windflex, also Wind und zweimal Unterstrich und Flex, genau. Ja, ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Auch wenn es ein bisschen kürzer ist. Aber ich will hier wirklich nicht von Security angesprochen werden. Da sieht man noch die kleine Narbe. Ist ja wirklich klein. Und da nochmal, dass sie den Deckel da hochgehoben haben. Ich werde mal vielleicht nächstes Jahr nochmal hierher fahren. Wenn die sich drehen, nochmal angucken. Ja. Lasst ein Like da. Abo, Glocke aktivieren, damit ihr die nächsten Teile nicht verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Windpark. Ja. Hier seht ihr nochmal.